Hey Foodies und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Cook. Ihr habt mich vor einiger Zeit bereits gebeten, dass ich mich mal um das Thema einfache Pastasoßen kümmere. Und wie kann man dieses Thema besser öffnen als mit einer lecker fruchtigen Tomatensoße? Denn aus einer Tomatensoße kann man sich anschließend ganz viele verschiedene andere Soßen basteln, indem man einfach noch ein paar andere Zutaten mit reinwirft. Heute zeige ich euch aber erstmal die absolute Basis und zeige euch, wie eine Tomatensoße so richtig gut gelingt. Viel Spaß! Kommen wir direkt mal zu den Zutaten. Ich habe hier zwei Dosen geschälte Tomaten stehen. Ich finde, die eignen sich ein bisschen besser als die gestückelten und auch besser als frische Tomaten, denn die, die in Dosen abgefüllt werden, die sind wirklich nahezu komplett ausgereift und haben einfach diesen schönen, süßen Geschmack entwickelt, während die Tomaten, die man hier frisch im Supermarkt kaufen kann, schon den Transportweg hinter sich haben und dementsprechend nicht ganz so süß sind. Außerdem habe ich hier frisches Basilikum. Wir haben zwei Knoblauchzehen hier, eine rote Chili für so ein bisschen Kick, etwas getrockneten Oregano und Rotweinessig. Der gibt am Ende noch so diese gewisse Note mit rein, die diese Tomatensoße wirklich zu was richtig Leckerem und Besonderem macht. Ich werde hier direkt mal einen Topf erhitzen auf geringe Hitze, Stufe 3 von 9 auf dem Elektroherd und da ein bisschen Olivenöl reingeben. Falls ihr übrigens neu auf diesem Kanal seid, lasst mir gerne ein Abo da und denkt auch unbedingt daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über alle neuen Rezepte Bescheid wisst und sie nachkochen könnt. Während das Öl hier neben mir heiß wird, kümmere ich mich schon mal um den Knoblauch und schneide den in kleinere Stücke. Das Öl ist mittlerweile heiß geworden und dementsprechend gebe ich jetzt den Knoblauch rein in das Olivenöl. Und direkt hinterher kommt auch ein bisschen getrockneter Oregano und der verleiht dieser Soße wirklich einen tollen Geschmack. Deswegen nehme ich auch nicht zu wenig davon, ungefähr so 2 Teelöffel. Einen Kochlöffel braucht ihr auf jeden Fall auch, meiner ist gut gelaunt. Den benutze ich jetzt zum Umrühren. Beides lasse ich jetzt einfach ganz kurz wirklich nur in der Hitze leicht anbraten. Gerade bei dem Oregano muss man auch aufpassen, dass er nicht verbrennt. Aber das lasse ich ungefähr so 1 Minute lang hier bei der Hitze ein bisschen anbrutzeln. Ich kümmere mich als nächstes um die Chili und da haben wir nicht viel zu tun, denn alles, was wir machen müssen, ist, sie einmal einzupieken, damit sie gleich nicht platzt. Und jetzt kommt sie direkt mit dazu und wird noch so ein kleines bisschen angebraten, bevor dann die Tomaten mit hinzukommen. Die Chili, die könntet ihr theoretisch auch klein schneiden und dann zu der Tomatensoße mit dazugeben. Dann wird die Soße eher so eine Arrabbiata-Soße. Heute werde ich die Chili aber nur so ein bisschen als Schärfegeber geben und sie mitkochen, damit so ein kleines bisschen Schärfe mit in die Soße übergeht. So, wenn das dann soweit angebraten ist, könnt ihr auch direkt, da poppt es schon, könnt ihr auch direkt die Dosentomaten mit reingeben. Ihr merkt, es ist hier richtig heiß. Und ich werde das Ganze auch schon wieder ein bisschen runterdrehen, denn jetzt müssen wir im Grunde die Soße auch nur noch etwas köcheln lassen. Die zweite Dose gebe ich auch noch mit hinzu. Die Dosentomaten solltet ihr auf jeden Fall erstmal in der Form lassen, denn wenn ihr sie jetzt schon zerdrückt, dann habt ihr die Gefahr, dass die Tomatenkerne so ein bisschen was Bitteres an die Soße mitgeben. Und das wäre natürlich nicht so schön. Von daher werde ich das Ganze einmal kurz nur vermischen, damit sich der Oregano und der Knoblauch auch in der restlichen Tomatensoße verteilt. Das Ganze werde ich jetzt nur noch salzen und pfeffern und dann braucht ihr jede Menge Zeit. Denn eine gute Tomatensoße, die braucht einfach etwas Zeit. Meine werde ich jetzt ungefähr so für 30 bis 45 Minuten lang köcheln lassen, also bei ganz geringer Hitze einfach so stehen lassen und natürlich hin und wieder mal umrühren und gucken, dass auch nichts anbrennt. Dementsprechend drehe ich die jetzt runter auf die geringste Stufe und mache erstmal Pause. Die Soße hat jetzt ungefähr 45 Minuten lang geköchelt und ich habe alle 5 bis 10 Minuten mal umgerührt, einfach damit sich am Boden da nichts festsetzt. Mittlerweile hat sie schon eine deutlich dickere Konsistenz bekommen und die Dosentomaten, die sind jetzt bei mir auch zerfallen. Falls eure noch zu erkennen sind, dann zerdrückt sie einfach kurz mit dem Kochlöffel. Jetzt fehlen nur noch 2 Sachen. Nudeln habe ich übrigens auch schon gekocht, die sind schon bereit. 2 Sachen fehlen noch. Einmal der Basilikum, der sollte auf jeden Fall abgewaschen sein natürlich und den werde ich einfach so unter diese Soße jetzt rühren. Ich gebe den ganz gerne einfach am Ende mit hinzu. Ihr könnt ihn auch schon vor dem Kochprozess mit dazu geben, dann überträgt er den Geschmack praktisch mehr in die Soße. Ich mag ihn aber irgendwie frisch mehr. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Eine kleine, aber feine Sache fehlt jetzt noch und zwar der Rotweinessig. Davon brauchen wir gar nicht so viel, nur so einen kleinen Schuss, aber der macht echt einen Unterschied. Probiert mal die Soße, bevor ihr sie mit dem Rotweinessig verfeinert und danach. Und ihr werdet in Zukunft immer etwas Rotweinessig an die Tomatensoße geben, da bin ich mir sicher. Das Ganze noch mal gut verrühren und dann können wir den ersten Geschmackstest machen. Und das schmeckt schon
fantastisch fruchtig. Die Chili, die könnt ihr jetzt auch rausnehmen oder ihr hackt sie nochmal klein und gebt sie dann nochmal zurück und dann habt ihr eine Arrabbiata-Soße. Aber dieser Geschmack, der ist schon so wunderbar fruchtig und lecker und voll. Und da fällt mir auch eine Sache ein, die ich noch nicht gesagt habe, nämlich, dass ihr bei den Dosentomaten auf jeden Fall auf Qualität achten solltet. Testet am besten mal ein paar verschiedene Firmen und schaut, welche euch persönlich am besten schmecken. Aber meiner Erfahrung nach lohnt es sich wirklich, ein bisschen mehr bei den Dosentomaten auszugeben, weil man dafür auch Qualität bekommt. Eine Sache, die ganz oft in Verbindung gebracht wird mit Tomatensauce, ist auch, dass eine Prise Zucker da noch ran soll. Halte ich für absolut unnötig, denn wenn man wirklich eine gute Qualität bei den Dosentomaten hat, dann haben die von Natur aus schon so eine tolle Süße, dass man da gar nicht mehr die Säure ausgleichen muss mit dem Zucker. Ist für mich absolut überflüssig und ich habe noch nie Zucker in eine Tomatensauce gemacht. Mit dieser Soße als Basis könnt ihr jetzt ganz viele interessante Dinge anstellen. Ihr könnt Babyspinat, eine Handvoll Babyspinat mit ein bisschen Feta-Käse reingeben, ergibt eine tolle Pastasauce. Ihr könnt eine Dose Thunfisch aufmachen und unterrühren und vielleicht noch ein, zwei Minuten lang mitköcheln lassen und habt dann eine richtig schöne Thunfischsoße. Oder auch Sardellen, Kapern, Oliven, was auch immer. Ihr seht, ihr könnt da richtig kreativ sein und diese Soße noch mit ein paar Sachen verfeinern. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ich werde es heute mal ganz simpel mit ein bisschen Parmesan vielleicht noch essen, denn dieser tomatige, fruchtige Geschmack, der ist wirklich fantastisch und der reicht mir heute schon aus. Viel Spaß euch beim Nachmachen. Schreibt mir gerne euer Feedback unten in die Kommentare und schaut auch gerne noch ein weiteres Video. Hier habt ihr zwei zur Auswahl. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao!